Und damit können wir was ganz herzlich willkommen zu seiner neuen Folge von Paper Mario Origami King Refolded. Refolded ist eine Fanmod, die das Spiel komplett verändert, neue Items, neue Gegner, neue Waffen und alles hinzufügt. Und es ist geisteskrank. Wer die letzte Folge nicht gesehen hat, schaut euch alle Folgen an, sie sind alle zu empfehlen. Macht euch einen schönen, weiß ich nicht, Samstagabend, keine Ahnung. Lasst euch nicht von Mäusen angreifen, so wie ich. Och nee. Und genießt das Let's Play, es ist wunderschön. Die Items, die neuen, sind echt geisteskrank. Wir haben nämlich in der letzten Folge einen Hammer bekommen. Und den will ich direkt mal austesten, wie viel Damage der macht. Den Ultra-Hammer. Mit 25 Damage reißen wir die komplett aus dem Leben. Ist das nicht schön? Genau, in der letzten Folge sind wir in die Wüste gekommen, nachdem Bobby sich geopfert hat, um Olivia zu retten. Es war eine richtig krasse Down-Sentimental-Folge. Es war geisteskrank, wie die Emotionen im Spiel komplett geswitcht sind. Es war richtig krass. Und wir haben dadurch in die Wüste kommen können, aber die gelbe Luftschlange ist unter der Erde. Das heißt, wir müssen uns dahin graben. Und um uns dahin graben zu können, müssen wir leider eine alte Schrift lesen können. Und die kann nur der Toad. Und der Toad ist gerade nicht in seinem Zimmer, sondern bei irgendeinem Sonnengedöns. Irgendwie, keine Ahnung. Und das haben wir in der letzten Folge auch schon so im Hintergrund ein bisschen gesehen. Aber wir haben jetzt das Wasser weggenommen. Der beschwert sich darüber, rennt weg und wir können den Toad retten. Dafür bin ich eigentlich hierher gekommen. Let's go. Oh, und er droppt uns ein KP Max plus 10? So komplett random? Das heißt, wir haben 10 Herzen, also 10 Leben mehr. Und gleichzeitig machen wir auch noch mehr Damage beim Angriff. Wie insane ist das denn? Dann lass uns doch mal direkt raus in die Wüste fahren und nach dem wunderbaren Professor Toad suchen. Ist das eine Art Plattform? Und ist das das Bild von einer Sonne? Oh, vielleicht kann man so die Sonne wieder beschwören. Keine Ahnung, Mann. Sehe ich aus, als hätte ich Ahnung. Was für eine große Müsli-Schüssel. Ein gutes Frühstück ist wichtig. Oh, Moment, das ist ja Sand. Hey, keine Ahnung, was ich machen soll. Mir wurde gesagt, hier ist ein Toad. Nachdem ich jetzt eine Stunde lang durch die große Wüste gefahren bin, habe ich dann doch gegoogelt. Und tatsächlich müssen wir zu dem Rezeptionisten Sniffet hin, der uns dieses Sonnenräucherwerk gibt. Sonnenräucherwerk. Und das müssen wir dort, wo wir gerade waren, auf diesen Kessel setzen. Setzen wir das Sonnenräucherwerk hier drauf. Mal gucken, was passiert. Oh, da raucht was. Oh, und der Rauch, er duftet wie ein sonniger Tag. Es fühlt sich so an, als würden wir einfach nur in der Sonne liegen und müssten uns um nichts Sorgen machen. So viel zu um nichts Sorgen machen. What the hell passiert? Oh boy, sieht aus wie eine Parallelwelt einfach. Wie cool. Hey, wie krass. Oh nein, ein Sandsturm. Sitzen wir hier in der Falle? Ich habe Angst, Mario. Was wird bloß als nächstes passieren? Wo sieht ihr nur diese Stacheln an? Vielleicht ist es gar nicht so schlimm. Es könnte ja ein richtig netter Kaktus sein. Hallo, Kaktus. Es ist ein Pokey. Alles klar. Wem mache ich nur was vor? Das ist gar nicht gut. Du, der ist 100 Meter groß. Hochhaus, weiß ich nicht was. What the hell? Oh, mein übertreibt komplett. Ich muss ihn irgendwie hauen können, aber nicht während er leuchtet. Ja, da sind Siegel, Mann, lass mich doch auf. Haben wir, eins haben wir. Wir werden sogar voll geheilt, das ist sehr schön. Boy, boy, boy. Oh mein Gott, was passiert? Bin gar nicht da. Oh, aber er ist da. Let's go, nächstes down. Der ist viel zu einfach, meiner Meinung nach. Das macht mir ein bisschen Angst. Der Dude war bedrohlicher, als er noch nicht angegriffen hat. Hey, der ist ja mega lame. Ja, jetzt springt er ein bisschen, aber er erreicht mich gar nicht. Hab ich ihn? Let's go. Viel zu easy, leider. Viel zu easy. Ist das der Professor Toad? Toad-Professor? Wie auch immer? Oh, sieh dir nur diesen komischen Klumpen-Schnipsel an. Ich bin gerettet. Oh, vielen Dank. Baba, du wurdest von einem Kaktus gefressen. Wie war das denn so? Nun, insgesamt hätte es auch wesentlich schlimmer sein. Augenblick mal. Wer bist du? Jemand wie dich habe ich noch nie zuvor gesehen. Bist du einer der alten Falter? Sag es mir. Baba. Alt? Ich? Puh. Nein, ich bin nur Olivia. Schön, dich kennenzulernen. Und was ist mit dem Altar los? Wer war das? Das waren wir. Also, ich habe da sowas draufgestellt und dann hat das so funktioniert. Scheint, dass die alten Rituale korrekt ausgeführt wurden. Baba. Oh, du kannst diese Schrift lesen? Aber selbstverständlich, ich bin Gelehrter der alten Künste, Baba. Dies ist in der Schrift der alten Kultur geschrieben, die hier einst existiert hat. Die zu studieren ist mein Lebenswerk, Baba. Endlich haben wir eine Übersetzung gefunden. Ohne dich wären wir aufgeschmissen.
Ach, ich bin so aufgeregt, dass uns jetzt ein echter Professor hilft. Was sind denn die alten Künste? Nun, die alten Künste befassen sich mit dem Studium der alten Falter und ihrer Kultur, die hier vor langer Zeit existierte. Der Legende nach soll einer von ihnen noch unter uns weilen. Nach dieser Person habe ich bis jetzt eine ganze Weile gesucht. Ich habe meine ganze Karriere dem Studium ihrer wundersamen Zivilisation hier in der Wüste gewidmet. Und ich habe viel zu viel erzählen. Viel, viel zu viel. Es geht um Captain Tuat. Keine Ahnung, wie man ihn ausspricht. Ihre Forschung klingt sehr kompliziert. Professor Toad Tuat? Keine Ahnung, wie man ihn ausspricht, Mann. Meine Forschung nach müssten Sie sich hier in der Wüste weitere Hinweise auf den Captain finden lassen. Ganz kurz, um alle abzuholen. Also, der Professor möchte zurück ins Hotel, in sein Zimmer. Und er hat uns gerade erklärt, dass wenn wir hier stehen und Pfeil nach unten drücken, dann kann er dort buddeln und holy shit, richtig viel Geld finden. Trotzdem würde ich ganz gerne erfahren, was jetzt hier draufsteht. Deswegen gehen wir zuerst mal hier hin. Ah, Professor, hier scheint die gelbe Luftschlange zu hätten. Aber wir kommen nicht an ihr Ende heran, um sie zu lösen. Nun, dann sehen wir uns diese Schrift doch mal an. Wenn Finsternis den Sand bedeckt, Chamses Tempel sich versteckt. Oh nein, da steht rein gar nichts darüber, wie wir unter den Wüstensand gelangen können. Du liebe Zeit, das muss ein Hinweis auf den Tempel von Chamses sein. Niemand hat ihn bisher je gefunden, obwohl wir mit unseren winzigen Schäufelchen alles ausgegraben haben. Könnte es sein, dass dieser alte Tempel hier irgendwo vergraben ist und unter dem Sand schlummert? Also wenn ich den Text also richtig verstanden habe, da geht es darum, dass wenn es dunkel ist, dass der Tempel unterm Sand ist. Und wenn die Sonne da ist, dann wahrscheinlich nicht mehr. Sicher bin ich mir aber nicht ganz, ob ich es richtig verstanden habe. So, da wären wir auch schon und steppen nach oben in den ersten Stock, hat er gesagt. Ah, da sind noch mehr Schriftzeichen an der Wand. Sehen wir mal. Ihr Toads blicken auf einen Ort. Chamses Tempel erhebt sich dort. Das bezieht sich eindeutig auf den Tempel von Chamses und wir wissen ja jetzt, dass er existiert hat. Die vier Objekte drumherum, sind das Augen? Das sieht richtig creepy und gruselig. Es fühlt sich so an, als würden sie mich beobachten. Das ist ein wertvoller Hinweis. Etwas obskur, aber nicht desto weniger wichtig. Ich habe die Übersetzung in meinen Aufzeichnungen festgehalten. Du kannst sie durch Drücken von L ansehen. Vielen Dank, Herr Professor, aber ich will noch wissen, was das hier ist. Wo Pilze in den Himmel steigen, zeig ihren Augen Feuerreigen. Feuerreigen? Da kommt etwas aus den Augen. Sieht das nicht aus wie jemand, den wir schon mal gesehen haben? Ja, das sind diese Toad-Statuen. Was genau das bedeutet, keine Ahnung. Versammle sechs und sage nie, des Feuers Geist, beschwören sie. Hey, das ist so eine Art Vogel. Ich habe Angst, dass er geröstet wird. Das Pergamenton im Verstecke gut, spricht die Formel voller Mut. Die sechs, sie helfen resolut. Wenn wir eine Beschwörungsformel brauchen, warum steht sie dann nicht hier? Was soll das? Was soll denn der Pfeil bedeuten? Vielleicht geht dort entlang? Ach du dicke Doktorarbeit. Der Rest muss sich auf der anderen Seite der Tür befinden. Ah, Verzeihung, aber ich fürchte, dieses Zimmer ist belegt. Suchen Sie den Gast dort im Zimmer. Er trägt grüne Kleidung und einen Schnurrbart. Junge Luigi! Er hatte aber, das haben wir gesehen, so einen Stand mit einem Flaschengeist-Zeugs. Keine Ahnung. Ich glaube, da sollten wir mal vorbeischneiden. Da ist ein dickes L drauf. Und das scheint mit Luigi zu haben. So 100%. Sprechen wir doch mal den Sniffity an. Treten Sie näher. 10.000 Münzen zu gewinnen bei nur 100 Münzen Einsatz. Mitgemacht, mitgelacht, Münzen mit nach Haus gebracht. Na, Spielchen gefälligst? Ja. Sehr gut. Die Regeln sind einfach. Sie müssen einfach nur meine Stimmung erraten. Dazu haben Sie 3 Versuche. Sind Sie bereit? Das ist ganz leicht. Sie müssen nur meinen Gesichtsausdruck lesen. What the hell? Schreck, keine Ahnung, der sieht doch immer gleich aus. Sind Sie sicher? Nein, du siehst immer gleich aus, Kollege. Falsch. Ach, wie schade. Nächster Versuch. Okay, wir konzentrieren uns gleich. Wieder schräg. Du siehst jedes Mal gleich aus. Was ist das denn für ein Scammer-Game? Die Wahrscheinlichkeit, dass er jetzt schräg ist, ist ziemlich hoch. Aber es wird wahrscheinlich wieder falsch sein. Der kann doch irgendwas behaupten, oder? Der ist komplett Scammer. Ja, wieder falsch. Ja, lol. Und ich habe vergessen, eine Kleinigkeit zu erwähnen, wenn ihr verlieren solltet. Das Spiel zu spielen kostet 100 Münzen, aber zu verlieren kostet ihre Freiheit. Bitte begeben Sie sich ohne großes Theater zügigen Schrittes in die Freiheitsverwahrkammer. Aber keine Sorge, Sie werden nicht in alle Ewigkeit alleine verbringen. Sie werden dort andere glücklose Spielteilnehmer finden. Einen Ausweg gibt es jedoch. Sie können es erneut versuchen, allerdings für 1000 Münzen. Ja, ich gehe doch jetzt nicht mit, lass mich doch nicht einsperren. Kluge Entscheidung, leicht verdiente Münzen. Denken Sie daran, Sie haben 3 Versuche, viel Glück. Er hat gelacht. Das ist mein Call. Er hat gelacht, das heißt, er ist amüsiert. Ja? Das macht Sinn. Das macht Sinn.
Das ist richtig. Itzko, niemand gewinnt bei diesem Spiel. Ich meine, Glückwunsch. Sehen Sie nur. Was ein Scammer. Wir sind aber auch krass, Geist. Dafür kann man doch auch mal ein Abo und ein Like da lassen. Hey, wo sind die 10.000 Mützen hin? Das Ganze riecht nach Scam, Mario. Ja, das habe ich auch gemerkt. Wenigstens war es ein bisschen spannend. Mein Herz klopft ganz doll. Wir reiben an der Wunderlampe. Es ist so gut. Und jetzt kommt Aladdin raus. Na, einfach Luigi, alles klar. Mario, du hast mich gerettet. Wie hast du denn dieses Spiel gewonnen? Nein, verrat's mir nicht. Ich will es selbst schaffen. Aber rate mal, ich habe den Pilzpalast-Schlüssel gefunden. Ja, wirklich. Wir sagen einfach gar nichts mehr dazu. Wir bedanken uns für den Sweet-Schlüssel und machen weiter. Du wirst nicht glauben, er lag einfach in der Rezeption herum. Der Pilzpalast-Schlüssel. Außerdem haben sie einen tollen Pool. Und weil ich ein bisschen urlaubsreif war... Luigi, tja, also... Was, wie? Die haben mir gesagt, dass dieser Schlüssel den Weg zum Leben einer jeden Prinzessin öffnet. Und da habe ich gedacht... Ach, Mann. Aber keine Sorge, ich gebe nicht auf. Wir werden den Schlüssel finden. Und irgendwann komme ich wieder her und gewinne dieses Spiel. Bis dann. Ach, Luigi. Dein Bruder ist mir so einer. Er ist aus einer Zauberlampe gekommen. Meinst du, wir haben jetzt ein paar Wünsche frei? Ne, wir haben den Sweet-Schlüssel. Wir können jetzt zumindest die Wandmalerei lesen. Ganz genau. Und rein da, bitte. Da würde ich gar nicht wohnen wollen. Du hast nicht mal ein Bett, Mann. Oh, ich bin froh, dass Sie über das Wandbild nicht einfach drüber tapeziert haben. Professor, wenn Sie so freundlich wären. Hier wird allem Anschein nach eine alte Zeremonie dargestellt. Die zugehörigen Bewegungen sind recht deutlich festgehalten. Es wird auch seltsam detailliert beschrieben, wer die Zeremonie durchführen muss. Ja, es ist von jemandem mit einer melodischen Stimme, aber volle Kanne laut die Rede. Steht da so, ich bin nur der Übersetzer. Das klingt auf jeden Fall ein bisschen nach dir, Olivia. Ich? Unmöglich. Melodische Stimme? Volle Kanne laut? Ich? Niemals. Gut, ich habe schon eine deutlich vernehmbare Stimme. Und ich kann einen Ton auch einigermaßen halten. Ich weiß ja nicht, aber wenn es uns hilft, die Luftschlange aus dem Sand zu kriegen, dann mach ich's. Vortrefflich, dann beginnen wir mit dem Unterricht. Uff. War das gut so? Das war ausgezeichnet, Olivia. Du bist bereit für die Zeremonie. Gib dein Bestes. Alles klar, ich werde alles geben. Und wo müssen wir für die Zeremonie hin? Hä? Das hat kein Mensch jetzt erwähnt. Oh, es gibt doch ein Bett. Holy shit. Okay, übertreib völlig. Ich sag jetzt nicht, an was mich diese Form von diesem Tod erinnert. Das wäre nicht ganz gut. Aber wir haben den Schatz im Mini-Wüstenturm. Ah, hier müssen wir die Zeremonie machen. Oder? Das war doch so. Genau, und zwar hier. Das sieht doch schon verdächtig nach diesen Dingern aus. Das wirkt bekannt. Aber es fehlt noch etwas. Ja, die müssen alle nach innen gucken. Kann ich die hämmern? So, das sieht doch sehr, sehr gut aus. Alles, ja, wahrscheinlich, oder? Ist das ein Protest? Test, Test, 1, 2. Fischers Fritz fischt frische Fische, frische Fische fischt Fischers Fritz. Oh yeah. Bin so drippy drauf. So, ich bin bereit. Irgendwelche Liedwünsche? Ja, Tempelbeat würde Sinn machen. Hier kommt der Tempelbeat. Zeig mir die Partyschritte. Oh König, du hör mir zu. Du musst uns helfen, bitte. Zeig dich mir, bis ich hier nicht mehr im Dunkeln tappe. Hörst du mich, spürst du mich, mein Herz ist nicht von Pappe. Oh yeah, los, sei nicht gemein und komm jetzt zum Vorschein. Yeah! Ich bin MC Olivia und das war der Temple Groove Beat. Oh yeah! Heißt das, die Zeremonie hat funktioniert? Das wäre ein gewaltiger Schritt für die Wissenschaft. All die versteckten archäologischen Schätze, die nur darauf warten, mit der passenden Vorstellung erweckt zu werden. Uiuiui, ich freue mich so. Ich werde Stimmtraining und einen Choreografen benötigen. Aber ich kann gar nicht mehr reden, weil das muss alles warten. Gehen wir hinein und treffen wir einen Gott. Let's go. Ha, das ist mir alles so peinlich. Das Ganze ist für mich viel peinlicher als für dich. Habe ich wirklich mit meiner lauten Stimme diesen Tempel aufgeweckt? Ja, tatsächlich. Okay, und ab in den Tempel. Und zwar beim nächsten Mal, Guys. Wenn euch das Ganze gefallen hat, Abo dalassen und dieses Video auschecken. Mario Bros. Wonder in DS-Grafik schon vor Release. Geisteskrank.